dann einfach immer hier an die Kante das rangebaut. Und natürlich dann wieder mit STRG und V die Einstellung kopieren einfach, sodass der Leuchtstreifen übernommen wird. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Suchtis Factory. Kurz vor Update 8 sind wir dabei mit dem neuen Mantra, was du heute kannst, besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Die Map zu verbessern, Dinge zu verbessern, die uns sofort auffallen, Dinge auszubauen, den Autosave zu überstehen, ohne durchzudrehen, genau. Wir haben hier die ehemalige riesige Computerfabrik vor uns und das Ziel ist, das Ganze hier mal jetzt ein bisschen ordentlich zu machen. Ihr könnt jetzt hier schon so ein bisschen erahnen, in welche Richtung das Ganze gehen wird. Ich habe jetzt hier auch mal zum ersten Mal wieder die Leuchtstreifen, die ich eigentlich in viel mehr Gebäuden gerne verwenden möchte, eingebaut. Ganz kurz nochmal zu zeigen, wie geht das eigentlich und was habe ich da eigentlich für eine Methode genutzt. Das sind die Bildschirme, diese Werbetafeln, die ich einfach so angebracht habe, dass sie exakt hinter den Wänden sind. Dann habe ich entsprechend hier ein 1er-Wände genommen, damit hier in der Mitte ein Streifen frei ist. Ein Meterstreifen. Damit man nur den Leuchtstreifen sehen kann von außen. Da musste ich vor Freude schon fast aufstoßen, weil ich das so toll finde. Genau. Wenn ihr das hier feiert, dass wir heute uns alles besorgen, was wir morgen nicht vergessen haben, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die Playlist rein, die immer am Anfang des Videos rechts oben in der Ecke verlinkt ist oder am Ende. Und ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das hier findet, dass wir jetzt hier ja einiges anders machen tatsächlich. Ich habe auch so ein paar Entscheidungen getroffen. Das werde ich jetzt gleich mal euch offenbaren. Also, diese Balken hier über dem Bahnhof. Der Bahnhof wird ja momentan noch gar nicht genutzt für irgendwas. Aber diese Balken, die ich hier über dem Bahnhof gebaut habe, sollen dafür dienen, die Produkte, die in dieser Fabrik ja produziert werden. Das sind Platinen, normale Computer, Turbodraht und Highspeed-Anschlüsse. Die sollen nicht mehr über dieses Band drüber laufen, sondern die sollen dann ab jetzt mit einem Zug verschifft werden sozusagen. Das ist quasi jetzt so der Moment, der mir fast schon ein bisschen wehtut. Ihr erinnert euch vielleicht noch ganz am Anfang im Let's Play, als es noch keine oder so gut wie keine andere Möglichkeit gab, um Dinge zuverlässig über große Distanzen zu transportieren, habe ich die Megabänder gebaut. Diese großen Förderbänder, die dafür sorgen, dass Material von einem Punkt der Map zum anderen transportiert wird. Und das sind so fast schon so kleine Monumente dadurch geworden. Ja, und jetzt ist, glaube ich, so langsam mal die Zeit, sich davon zu trennen, weil sagen wir es mal so, die meisten davon sind schon gar nicht mehr aktiv. Also im Grunde, das hier ist, glaube ich, sogar wirklich nur noch das einzige von den Megabändern, das aktiv ist. Die anderen sind, glaube ich, gar nicht mehr genutzt. Es kann sein, dass, glaube ich, da drüben das Aluminiumband eventuell noch genutzt wird. Aber ansonsten, die anderen sind alle funktionslos. Und ja, es wurde gesagt, ja, kannst du die nicht vielleicht aufheben oder erhalten, so als historisches Konstrukt oder so, also quasi Denkmalschutz. Das Ding ist, wir wollen ja eigentlich die Karte zubauen. Und wenn da jetzt so ein komisches Band immer so querfeld eingeht, ich weiß nicht, ob ich das so geil finde. Müssen wir mal gucken. Ich meine, ich werde es jetzt eh erstmal noch nicht wegreißen, aber wir werden auf jeden Fall darauf hinarbeiten, dass diese Bänder jetzt von Zügen ersetzt werden. Also zumindest die Funktion. Ob ich es da stehen lasse oder nicht, wir müssen mal gucken. Mein anderer Plan wäre vielleicht noch, das Ganze als Notfalllösung noch zu erhalten. Wenn jetzt zum Beispiel der Zug mal irgendwie nicht fährt, kann ja sein, aus irgendeinem Grund. Die Bänder brauchen ja keinen Strom, um zu laufen. Der Zug hingegen schon. Wenn jetzt der Strom ausfallen würde, würde ja der Turbodraht und das alles würde ja nicht mehr ankommen, weil der Zug ja dann stillsteht. Und dass man dann vielleicht eine Überschusslösung macht vorm Bahnhof, sodass man sagt, wenn der Bahnhof volllaufen sollte und der Zug das nicht mehr transportieren kann, dass es dann erst über das Förderband geleitet wird. Und dass man dann aber das Förderband, wenn man jetzt die Map zubaut, dann auch entsprechend an diese Map-Struktur besser anpasst, also an die Gebäude, die dann da entstehen halt.
Oder im Zweifel vielleicht sogar ganz woanders langleitet. Vielleicht sogar da drüben erstmal oder so. Keine Ahnung. Also da bin ich mir noch nicht ganz so schlüssig, wie ich es machen werde. Aber wahrscheinlich werden die Bänder dann eher eine Backup-Lösung sein. Und wir werden wahrscheinlich mehr Züge benutzen. Weil, warum ist es sinnvoller, Züge zu benutzen? Weil Züge natürlich eine höhere Kapazität haben als Bänder. Bei Zügen kann man immer noch einen zweiten Zug aufs Band packen, auf die Schiene halt, der dann die Kapazität einfach verdoppelt. Und dann kann man noch einen draufpacken, dann ist die Kapazität verdreifacht. Man kann immer mehr Waggons und Züge und hast du nicht gesehen, draufpacken und hat immer mehr Kapazität. Bei so einem Band ist es einfach irgendwann ein Ende. Ja, da geht einfach irgendwann nichts mehr. Die andere Frage ist natürlich, wird man die Kapazität eines Zuges jemals ausnutzen können? Komplett wahrscheinlich nicht, aber das ist ja egal. Wir wissen ja auch nicht, was in Zukunft noch alles für Verarbeitungen kommen, wenn 1.0 und so am Start ist. Ob man da vielleicht gigantische Mengen Platinen auf einmal transportieren muss, weil irgendwie der Weltraumlift das vielleicht verlangt und solche Sachen. Da wird ein Band natürlich nicht ausreichend sein, möglicherweise. Also wir müssen auch langsam ein bisschen planen mit, es könnte ja auch in der 1.0 irgendwas kommen, wo exorbitant große Mengen an Material benutzt werden, damit die Leute, die immer schreien nach komplexen Verarbeitungen, damit die ihre Befriedigung bekommen, ja. Weil es ist ja so, dass Sartes mittlerweile von den Hardcore-Sartes-Spielern auch teilweise ein bisschen kritisiert wird, dass eben für die einfach kein Content kommt, ja. Also, dass da momentan ein bisschen was kommt. Ich könnte mir vorstellen, wenn Coffee Stain einen richtig rauslässt, so einen richtigen Whammy, dass dann richtig komplexe, krasse Verarbeitungen kommen, die richtig große Mengen an Material brauchen. Und dann wird wahrscheinlich so ein Band eher lächerlich wirken im Vergleich zu dem, was man dann vielleicht an Kapazität brauchen könnte. Deswegen sollten wir vielleicht schon so planen. Deswegen habe ich jetzt das schon mal so angelegt hier, dass wir diese ganze Transportgeschichte über die Züge lösen und möglicherweise die Bänder dann eher einmotten. Wie gesagt, es ist eh schon das letzte Megaband, was wirklich noch genutzt wird eigentlich. So, dann, genau, zurück zur Sache. Was ist eigentlich hier in der Fabrik jetzt genau passiert? Das hier ist die ehemalige Platinenproduktion. Die habe ich jetzt hier schon abgeknippert und habe sie durch die neue Platinenproduktion ersetzt. Das habe ich hier mit Blueprints aufgebaut, deswegen war das jetzt auch nicht wirklich spannend, das zu zeigen, wie ich das gebaut habe. Auf jeden Fall habe ich hier jetzt die neuen Platinenproduktionen. Die sind hier nicht übertaktet, die Anlagen. Die laufen mit normaler Stromverbrauch. Und die hier waren nämlich alle übertaktet. Das heißt, wir sparen uns hier wahrscheinlich sogar ein bisschen Strom bei höherer Produktion. Einfach dadurch, dass wir das hier nicht übertakten tatsächlich. Genau, und der Plan ist, das dann hier einfach abzureißen. Und dann lieber stattdessen noch mehr von den Highspeed-Anschlüssen vielleicht zu produzieren. Weil da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir da ein Defizit haben tatsächlich. Und Computer. Normale Computer. Das ist so mit der Plan. Weil das ist eigentlich ja hier die Computerfabrik gewesen, wenn wir uns erinnern, nicht wahr? Und normale Computer sind das, was auch im Hauptlager, wenn man da guckt, was nicht mehr im Überschuss reinkommt. Also da fehlen einfach Computer. Der Container wird immer leerer. Immer je mehr ich da rausnehme, desto weniger ist halt drin. Das heißt, wir haben da auf jeden Fall einen Mangel. Jetzt gerade kommt ja auch kein Turbodraht rein. Das ist irgendwie auch interessant. Da muss ich mal gucken, warum kommt der eigentlich nicht rein? Weil zumindest hier das, was hier jetzt schon läuft, sollte vielleicht auch idealerweise weiterlaufen. Habe ich hier irgendwie ein Band gelöscht oder so? Moment, verstehe ich gerade nicht. Hier Gummi, Platinen und Turbodraht. Genau, Gummi, Platinen. Ah, hier ist Turbodraht. Okay, dann habe ich wohl anscheinend was gelöscht, wie es aussieht. Das ist aber eine Befüllung, die von der anderen Seite kommt, interessanterweise. Die müsste eigentlich von... Ja, wo muss denn der kommen? Von hier. Von hier unten. Warte, da, von da kommt's, oder? Nee, von hier unten. Nee, von da. Von da. Mein Gott, was hab ich denn hier nur gebaut? Ey, meine Fresse, das ist die Fabrik, die Verrückte macht. Ich sag's euch. Von hier. Ah, da war das doch nicht... ja, ich hatte mich beim Umbauen hier schon gewundert. Ich dachte, das wäre hier etwas, das gar nicht genutzt wird. Aber scheinbar wird es doch genutzt. Ja, guck mal, da kommt nämlich der Überschuss noch rein vom Turbodraht, der hier nicht verbraucht wird. Ja, das ist aber, glaube ich, ein bisschen sinnlos, oder? Genau, aber warte, das ist gut, dass das hier direkt ist. Warte, dann machen wir das jetzt gleich fertig, würde ich sagen. So, jetzt muss ich nur schauen. Das ist hier nämlich eine Rampe tatsächlich, damit das... die Rampen hier habe ich, die umgekehrten, habe ich benutzt, damit die Leuchtdinger hier nicht abgeschnitten werden von den Foundations hinter den Wänden. Das ist so ein kleiner Trick hier. Genau. Für alle, die sich wundern, hey, warum hat er denn, wie hat er es denn gemacht, dass sein Boden trotzdem funktioniert, ohne dass die Leuchtstreifen blockiert werden davon.
Ich bin gerade noch am überlegen, wie ich es am besten mache. Man müsste mal genau wissen, welche Mengen da eigentlich gebraucht werden auf der anderen Seite. Man müsste wissen, welche Mengen da genau anfallen. Dann könnte man das, glaube ich, ein bisschen besser noch machen. So müsste es eigentlich auf der richtigen Höhe sein. Das ist von da dann, wenn wir es so machen. Mach's da rein. Ist egal. Hauptsache, es ist erstmal gesplittert hier an der Stelle. So, jetzt wird der aber ja nochmal geteilt. Der Flow. Aber da ja schon was draufkommt, brauchen wir den hier eigentlich nicht. Und damit brauchen wir auch diesen Fusionator nicht. Würde ich jetzt mal behaupten, dass wir den nicht brauchen. Genau. So, jetzt kriegen nämlich die Computerfabrikatoren nämlich noch Turbodraht. Das war nämlich vorher nicht der Fall. Jetzt muss ich mal gucken. Können wir das nochmal irgendwie steigern? Nee, ne? Wie viel kommt denn hier eigentlich raus an Turbodraht? Nee, Moment, das ist ja gar nicht. Moment, haha. Das ist ja gar nicht die Turbodrahtproduktion. Ich bin auch bescheuert. Das ist der Überschuss, der bei der Platinenverarbeitung, Herstellung nicht mehr gebraucht wird. Stimmt, stimmt, stimmt. Das heißt, warte mal, wenn hier jetzt ein Überschuss entstehen würde bei den Turbodraht, der nicht bei der Platinenverarbeitung gebraucht wird, dann könnte man den theoretisch hier vorne auch schon über eine Überschusslösung halt abführen tatsächlich. Also immer wenn da vollgelaufen ist, könnte man es dann hier rückführen und dann nach hinten. Aber ich glaube, wir werden wahrscheinlich insgesamt eh nicht genug Turbodraht haben. Da müsste man jetzt mal die Mengen abkalkulieren, wie ihr sagt. Wie viel wird denn hier gebraucht? Guck mal, da werden ja alleine schon 315 gebraucht. Wir haben eine Produktion von 90, wenn es denn durchläuft auch. Aber es müsste eigentlich durchlaufen. 90 mal 1, 2, 7, 8. Mit der Option, dass man natürlich hier oben noch was dazu bauen könnte. Das habe ich mal hier so ein bisschen unterteilt, wie ihr sehen könnt. Damit wir da zwei Etagen haben, wo wir diese Anlagen bauen können. Damit wir halt noch anbauen können. Weil hier in der Ecke durch den Felsen ist es halt hier ein bisschen schwierig. Deswegen müssen wir dieses Volumen, was hier noch ist, auch unbedingt ausnutzen für weitere Anlagen. Genau. Was habe ich jetzt gesagt? 8? 8 Anlagen, oder? Habe ich jetzt gesagt. 8 mal 90. 8 mal 9 sind 72. 720 Einheiten. Ja, dann ist das alleine diese eine Anlage hier drüben. Das ist ja alleine schon die Hälfte von dem, was wir produzieren an Draht. Kein Wunder, dass da nicht genug kommt. Aber wir können auch, ich merke gerade, wir können diesen ganzen Turbodraht gar nicht über ein Band abführen. Das sind ja 720, das ist ja schon mehr als ein Band Kapazität hat, oder nicht? Warte mal, wie viel hat ein Band nochmal Kapazität? Ah ne, 780, okay, das geht. Aber wenn wir jetzt noch mehr machen wollen würden, müssten wir das nächste, also die nächste Reihe von diesen Anlagen, müsste dann an einem extra Band hängen, weil sonst wird es zu viel. Okay, alles klar. Müssen wir auch abklären, ganz wichtig. Ja, ich glaube, das würde ich sogar machen, dass wir hier, ich mach mal diese Lampen mal weg, weil die hängen eh zu tief. Ich hoffe, mein... Obwohl, nee, ist egal. Ich baue mal hier gleich noch Anlagen hin. Guck mal, wir können ja hier die Blaupausen benutzen. Fabriklayout, Teil 1, genau. Machen wir das mal, weil dann bin ich auch ein bisschen inventarlos und dann kann ich mir auch ein bisschen was abreißen. Moment. Wie hatte ich das gemacht? Ich hatte das immer so ein bisschen versetzt, sodass sich hier die beiden Lifte hier an den Rand, dass die sich überschneiden, genau. Sodass die genau aneinander sind. Und dann habe ich den Platz, glaube ich, effektiv genutzt. Machen wir es mal so. Und dann müssen wir Teil 2 nehmen. Blaupause. Fabrikator Teil 2, genau. Und der kommt dann direkt hier hinten dran. Und so habe ich nämlich dann meine Anlage schön schnell ausbauen können tatsächlich. Für alle, die sich wundern, wie hat er denn eigentlich diese Anlagen so schnell gebaut? Das geht alles mit Blueprints. Habe ich es richtig gemacht? Ja, sehr gut. Stehen genau gegenüber. Und dann muss ich einfach nur hier verbinden. Und dann haben wir das. Wunderbar. Nice. Genau, da muss man hier halt, also hier nicht, aber hier, genau. Hier müssen wir dann halt noch die Anschlüsse machen für, ja, für das Zeug hier eigentlich. Da muss ich mal schauen. Das läuft ja hier lang. Kriege ich das hier abgesplittert, sodass ich das da oben gleich direkt reinfüllen kann? Das wäre natürlich praktisch. Das ist der Plan. Na gut, warte mal. Nein, halt! Oder? Ich überlege. Ja! Doch! Halt! Wir können das hier nehmen. Kriegen wir das hier raus? Warte mal. Das ist ja dasselbe hier. Das sind ja dieselben Sachen, die wir da brauchen, glaube ich. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Warte, dann... Sekunde, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Genau, warte, dann brauchen wir das tatsächlich nicht. Ich kann ja... Es sind ja... Pass auf!
Hier, die brauchen dieselben Zutaten. Die brauchen auch Katerium und Kupfer. Aber für den anderen Draht halt. Genau, das ist nämlich verschmolzener Turbodraht, das hier. Und das andere ist nämlich verschmolzener Kupferdraht. So war das nämlich. Jetzt erinnere ich mich. Nee, dann brauchen wir da gar nicht so unten drunter das durchfädeln. Dann ist das ja umso besser. Warte, dann muss ich nur schauen, wie ich es da jetzt hier rausfädel, sodass ich es dann hier reinmachen kann. Warte, dann machen wir das wieder rückgängig. Gute Idee. Ich würde nämlich gerade sagen, warte mal, war das nicht sogar dasselbe? Das war doch sogar dasselbe, was wir da brauchen. Genau, aber jetzt ist das hier natürlich durch die Förderbänder zugebaut, weil ich das hier auf der einen Seite da lang gemacht habe und da lang gemacht habe. Aber das hier oben können wir zumindest nutzen beim Kupfer, warte mal. Das kann ich einfach hier rüberziehen. Sieht zwar ein bisschen doof aus, aber warte mal, wenn wir da noch eine Stütze davor machen, dann geht das sogar. Dann sieht das sogar halbwegs passabel. Ach, geht nicht, okay, nee. Ist kein Boden drunter, egal. Machen wir halt mal so. Und dann... Jetzt ist ja der Eingang hier drüben. Und der ist hier. Ja, jetzt müsste man irgendwie hier dran vorbei. Warte mal, kann ich das nicht auch einfach... Warte mal. Kann ich das nicht auch einfach anders machen? Wenn wir sagen... Nee, das war jetzt genau das Falsche. Das war jetzt genau das Falsche. Moment. Mach das nochmal weg. Mach nochmal den Lift nochmal hin. Das ist wieder eins von diesen Puzzlen, die man lösen muss. Ich sag's euch. Diese spontanen Saates-Puzzle, die sich so ergeben, so ganz spontan. Nee, warte mal, mach das mal nicht so, mach das mal andersrum. Aber ja, wie gesagt, das, was wir sehen, wird auch gleich direkt verändert. Insofern ist das auch jetzt eine Sache, die wir machen müssen einfach. Passt das? Ist das ein rechter Winkel? Ich glaube, das ist ein rechter Winkel, oder? Das ist ein rechter Winkel. Oder ich habe wieder mal einen Knick in der Optik, aber es sieht aus wie ein rechter Winkel auf den ersten Blick. Okay, so, jetzt ist das wieder angeschlossen. Jetzt müssen wir das einfach nur noch mal... Nee, stopp. Noch anders. Warte. Noch anders. Ich habe eine Idee. Ich weiß jetzt, wie ich es mache. Zieh das mal nur bis hierhin. So schön da oben ran. Großer Gott. Das ist halt, das ist die Krux, wenn man es schön machen will. Es dauert halt einfach ewig. Es tut mir leid, ja. Ich will das jetzt mal richtig machen hier. Komm, in einer Linie jetzt. Das ist halt die Krux an der Sache. Da guck mal, dann kann ich es nämlich hier hoch machen. Okay, ist zu weit hinten, ne? Genau, es muss noch eins nach vorne. Dammit. Ich hab's gleich, ich schwöre es. Wie lange mache ich jetzt hier an diesem einen Förderband rum? Unglaublich. Nein, das soll da oben an die Kante ran. Ja, genau da. Genau da ran. Und jetzt hoch. Und jetzt direkt da oben rein. Jawohl, jetzt ist es nämlich genau richtig. Jetzt ist es genau richtig. So, jetzt habe ich nämlich da drunter, habe ich jetzt nämlich Platz, um das andere Lift-Ding, um das genau hier auf die Seite zu nehmen, tatsächlich. Ah, die Kisten. Die Kisten! Jetzt muss ich hier nochmal zumachen, damit ich das umdrehen kann. Weil dann gehen nämlich beide Ausgänge auf der anderen Seite wieder raus. Ich erkläre es gleich, kann es gleich zeigen, muss ich ja scheiß Kisten hier wegmachen. Genau, weil dann gehen nämlich beide auf der anderen Seite raus, tatsächlich. Beide gehen auf der einen Seite rein, auf der anderen Seite wieder raus. Vorne rein, hinten raus. Rein, raus. Lass mich mal da rein. Ich will nicht raus. Genau, so. Hier genau, dann einfach so, ne? Wo kommt der jetzt her eigentlich? Warte mal. Wo habe ich das jetzt hingemacht? Ehrlich gesagt, habe ich keine Ahnung. Wo kam das her? Das Katerium. Ah, von da. Okay, ja. Ich sehe es. Alles gut. Genau, warte. Hier. So. Rein da, genau. Guck mal, das ist auch im rechten Winkel. Ich werde ja wahnsinnig. Jetzt kommen die rechten Winkel, meine lieben Freunde. Jetzt kommen sie. Genau. Warte, jetzt. Genau, das ist ja schon angeschlossen. Und dann müssen wir doch einfach nichts anderes tun, als... Ja, eigentlich hier nach vorne gehen. Ich könnte es auch hier so drüber legen, warte mal, das geht glaube ich auch, wenn wir es einfach so, das sieht halbwegs gut aus, glaube ich. Wenn wir das einfach hier hin machen, so, und dann da nach vorne, genau. Und dann ziehe mir hier ein Band hin, genau. Das sieht doch gut aus. Muss mal gucken, dass ich so baue, dass wir hier... Meine Güte, das hat jetzt wie lange gedauert? Unfassbar. Aber egal, wenn es mal wieder länger dauert, kann ich da noch sagen. Wenn es mal wieder länger dauert. Ja, jetzt wisst ihr auch, warum das so eine langwierige Sisyphus-Aufgabe ist hier.
immer alles neu zu machen, weil das einfach eine langwierige Sisyphus-Arbeit ist, weil ich alles 10.000 Mal neu verbinden muss, weil ich immer nicht zufrieden bin. Weil ich es dann endlich mal das gleich richtig machen will halt und nicht erst wieder, ja, ich mache das später wieder richtig. Nein, ich will es gleich richtig machen und dann dauert es halt 10-mal so lange. So ist es halt. So ist das halt in diesem Saates Let's Play. Aber jetzt kommt das zustande, was zustande kommen soll. Jetzt können wir hier nämlich den Turbodraht nehmen und können den hier nach vorne ziehen und haben direkt ein zweites Band Turbodraht. Und guck mal, jetzt haben wir ja hier, warte, wo ist er? Da. Jetzt haben wir ja hier die Fusionierung. So. Aber wir müssen schon schauen, dass wir das jetzt so verbinden, dass das hier hinten fusioniert. Idealerweise. Und nicht irgendwie hier dran. Weil das soll ja mit hier auf diese Leitung drauf, würde ich sagen. So, das heißt, hier ist ja ein Fusionator. Das heißt, wir müssen das hier anschließen. Warum zur Hölle sind hier schon wieder diese hässlichen Kisten? Geht mit euren Kisten weg. Lasst mich mit euren Kisten in Ruhe. Nein, wieso ist denn da nur die Schlucht, verdammt nochmal? Diese blöde Schlucht. Aber warte, das ist egal, glaube ich. Guck mal, das ist ziemlich nah dran. Ja, kann man, glaube ich, so gelten lassen, oder? Wie war das? Ich will es schön machen. Ah, komm. Lass uns mal so ein bisschen reinghosten jetzt da. Ist mir jetzt egal. Rein damit und hoch damit, genau. Weil haben wir nämlich jetzt direkt hier die Versorgung mit Turbodraht direkt mal gesteigert. Und dann kriegen nämlich die hier auch noch mal ein bisschen mehr. Wenn vielleicht das hier dann vollläuft. Gucken wir mal. Genau. Wunderbar. Haben wir schon mal die wichtige Steigerung des Turbodrahts nochmal durchgeführt. Ich hoffe, das Material reicht aus, was wir da jetzt haben. Ich glaube wahrscheinlich nicht. Ich meine, das sind ja jetzt 4x90. Das sind ja 360, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, 360. Da reicht der Kopf gerade noch aus, um das zu berechnen. Genau, 360. Und das sind ja, hier werden ja gebraucht. Wie viel wird hier gebraucht? 315, also wir haben schon mal mehr als hier verbraucht wird. Allerdings wird hier unten auch 315 gebraucht, also eigentlich 600. Also eigentlich müssten wir das Ganze nochmal daneben nochmal duplizieren. So, da ich ja schon gesagt habe, dieses Megaband wird wahrscheinlich eingemottet, werde ich das hier auf jeden Fall wegmachen müssen, weil das steht einfach maximal im Weg, diese Geschichte. Das mache ich jetzt aber nicht onscreen, das mache ich dann offscreen. Genau, kann ich euch schon mal vorwarnen, ja. Ich weiß, es tut mir auch ein bisschen in der Seele weh, dass ich diese ganzen alten Strukturen irgendwie so ein bisschen jetzt auflöse. Aber ich glaube, Denkmalschutz ist halt, steht halt dem Wachstum einfach im Wege. Das muss man halt einfach auch mal sagen, ja. Und Denkmalschutz, ja, bringt uns nicht weiter so richtig langfristig, würde ich sagen. So, jetzt muss ich mal gucken, wie ich das jetzt eigentlich noch weiter zubauen möchte. Weil da hinten wird es dann ja wieder ein bisschen kritisch mit dem Platz. Eigentlich müssten wir die Anlagen hier auch rauslöschen. Ich bin halt so voll mit Zeug. Ich muss mich mal, wenn ich ein bisschen mehr gebaut habe und mein Inventar ein bisschen leerer ist, muss ich mal hier eine Abrissorgie machen, glaube ich. Damit ich nicht immer diese hässlichen Kisten entfernen muss jedes Mal. Aber ich glaube, bis hierhin können wir es locker noch zubauen. Wenn wir das hier so als Dach nehmen erstmal. Zumindest hier hinten. Und wenn wir noch eine Ebene brauchen, dann können wir ja da auch noch bauen. Also, ne, da können wir ja das einfach dazu nehmen noch. Umbaubits. 100 Bits von X-Lutsch. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Vielen Dank für den Stream gestern zu Big Ambitions. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm, aber nach dem Stream direkt gegönnt. Genau, wenn ihr das auch noch nicht gesehen haben solltet, dieses neue Projekt auf meinem Kanal, dann könnt ihr euch das auch gerne mal reinziehen, weil das ist ein ziemlich cooler Business-Simulator. Also Geschäftssimulator, Management-Simulation. Und da kann man ziemlich viele Sachen jetzt schon machen. Und es wird nur von 2,5 Leuten entwickelt, das Spiel. Der Komma Fünfte ist der Chef, der andere Sachen noch machen muss, außer Programmieren und so. Aber ja, ist ein ziemlich cooles Game, macht auch ziemlich süchtig. Schaut euch das einfach mal an, ob es was für euch ist. Könnt ihr euch die Playlist reinziehen entsprechend. Oder auch, ja, wie ihr halt lustig seid. Mal ein Video oder so. Gibt's auf meinem Kanal auf jeden Fall gerade. Ich fand's cool. Ich suchte es auch noch. Nur heute hatte ich mal irgendwie eine Saates-Pause gebraucht. Ich weiß auch nicht. Dieses Spiel ist nämlich ganz schön multitaskig. Dieser Business-Simulator, dieses Big Ambitions. Da muss man ganz schön tingeltangeln die ganze Zeit. Und ja, ich dachte mir, heute mal eine Saates-Pause. Zumal wir ja hier auch noch einiges zu tun haben. Ist ja nicht so, dass wir nur bei dem Business-Simulator Multitasking machen müssen. Wir haben ja hier auch schon noch genug Multitasking am Start, würde ich mal sagen.
Danke für die Erklärung, wie 0,5 Personen programmieren. Ja, dieser, der Chef von denen hat wohl irgendwie auch noch diese ganzen Marketing- und administrativen Sachen halt zu tun und der kann halt nicht rund um die Uhr programmieren und deswegen die 0,5. Person. Ist halt eigentlich sehr lustig, ja. Der arbeitet quasi nur Teilzeit dann, kannst du sagen, an dem Spiel. So, diese ganze Sache hier entstand ja früher, als man noch nicht die Winkel von den Wänden präzise schräg bauen konnte, indem man einfach diese Straßensperre dreht und dann ersetzt und sowas. Das ist ja alles noch vorsinnflutig. Das werde ich auch alles abreißen. Ja, das kann ich euch schon mal sagen. Das wird komplett hier, diese Fassade wird komplett durchgezogen. Ich überlege auch den Bahnhof nochmal zu vergrößern. Momentan wird er ja noch nicht angefahren von einem Zug. Dass wir vielleicht den Bahnhof noch so um 2 Segmente vergrößern, weil da ist ja noch Platz zum Felsen. Und den Platz könnten wir noch nutzen, theoretisch, mit mindestens einem weiteren Segment, wenn nicht sogar 2. Würde ich auf jeden Fall auch machen. Vielleicht sogar auch nach vorne raus noch ein bisschen vergrößern. Auch, dass wir hier die Kurve noch ein bisschen größer machen. Also, ja. Ich will hier auf jeden Fall noch ein bisschen mehr rausholen. Das ist auf jeden Fall geplant. Und ja, mal gucken, ob es gelingt, nicht wahr? Das ist ja immer so die Sache. So, das sieht auch von Weitem schon gar nicht so schlecht aus. Guck mal, jetzt kommt auch hier auf dem Band mehr Turbodraht. Aber ich glaube, der wird da hinten eh geschreddert, der Turbodraht im Hauptlager, der überschüssige. Weil das war ja früher immer das Problem, dass der vollgelaufen war. Und deswegen hatte ich da einen Schredder hingebaut, sodass der Überschuss an Turbodraht da durchläuft. Und ah, jetzt ist auch mal wieder ein Computer drauf. Guckt mal, sehr schön. Das ist sehr erfreulich, weil die, wie gesagt, waren ja Mangelware gewesen. Das war ja schon nicht mehr feierlich, wie wenig da angekommen ist. Es läuft nicht ganz durch. Aber ich meine, es läuft mehr durch als vorher. Und ja, das sind ja dann hier immer 3,75 Computer pro Minute. Das ist doch gar nicht schlecht. Also nicht ganz wahrscheinlich, sind wahrscheinlich dann eher 3 oder so pro Minute. Genau. So, wie weit kann ich denn hier eigentlich noch zubauen? Das ist eine gute Frage. Guck mal, wir können ja sogar bis hierhin zubauen. Ich spreng das jetzt hier mal noch weg, weil Pflanzen sind unser Feind und müssen zerstört werden, ganz klar. Also in Saat ist auf jeden Fall. Genau, mach das mal weg hier alles. Und mach das da drüben auch mal weg. Sehr schön. Und das da am besten auch gleich noch. Wäsch damit. So, warte halt. Ah. Zieh das hier nach vorne. Guck mal, was wir hier noch für eine riesen Fläche haben, wo wir noch Anlagen bauen können. Eigentlich könnte man auch sagen, naja, man könnte auch sagen, man macht hier eine riesige Ebene, wo wir dann auch den Turbodraht verarbeiten direkt noch. Dass wir das mit dem Turbodraht einfach von da unten rausnehmen und einfach nach hier oben nehmen noch. Also, ja, da bin ich gerade ehrlich gesagt am Überlegen, ob ich das mache. Weil hier unten ist es halt so eingeengt. Und ich habe es auch irgendwie falsch ausgerichtet. Ich hätte es eigentlich so längs bauen müssen, wenn schon. Und nicht so. Weil so muss ich halt immer die Förderbänder so ums Eck legen. Ist eigentlich bescheuert. Eigentlich müsste ich das nochmal neu bauen hier. Also war gerade die Frickelei mit den Förderbändern eigentlich völlig umsonst. Ja, egal, egal, egal. Nee, ist nicht völlig umsonst. Alles gut. Es wird schon irgendwie, passt schon irgendwie. Irgendwie geht das schon. Nee, wer hat auch gesagt, dass das hier einfach wird? Ich meine, jeder, der weiß, wie das hier vorher ausgesehen hat, also der wird auch sagen, ja, da hast du dir was vorgenommen. Das ist wie wenn du irgendwie deine Wohnung neu verkabeln willst irgendwie. Und dann stellst du fest, du brauchst nicht eine neue Verkabelung, du brauchst eine neue Wohnung. Du brauchst ein neues Haus, Haus komplett abreißen und neu bauen. So ähnlich ist das gerade. So, ich glaube, ich reiße jetzt hier schon mal ein bisschen was ab, damit wir zumindest die Fassade mal noch neu machen können. Dann passt das, dann sehe ich nämlich schon mal ungefähr, wie weit ich das zubauen kann hier. Genau, mach da auch den Boden. Da habe ich auch noch die dicken Foundations benutzt. Ich bin mir aber nicht mal sicher. Ich glaube, damals gab es eh nur die Wahl zwischen ganz dick und den Zweiern. Und das war's, glaube ich. Und auch beim Dach gab es keine Wahl. Deswegen haben wir die Dächer immer so mit diesen Rampen gemacht. Für alle, die sich wundern, warum hat er denn da die hässlichen Rampen benutzt? Ihr Zukunftsmenschen, ihr Lustigen. Das ging früher nicht anders. Das hatte man früher. Man hatte früher keine Dachteile gehabt. Diese Luxusdinger da. Ging alles nicht hier. Hier. Gab früher keine luxuriösen Louis Vuitton-Dächer da. Louis Beton. Gab's früher nicht. Konnte man nicht benutzen. Früher musste man sich anders behelfen. Da musste man das nehmen, was man hatte. Und wir hatten nichts. Das kann ich euch mal sagen. Das wir früher nichts hatten. Das sind die Stories, ja, von den Satis-Veteranen.
Suchtis-Veteranen erzählen euch Stories von früher. Es wäre ein Fall für die Clusterbombe gewesen. Stimmt, da wäre ich auch gleich nochmal ein bisschen was losgeworden an Sprengstoff. Ah, ist egal. Muss ich mir mal merken, dass ich mal mehr Clusterbomben einsetze. That's what Putin said. Okay, machen wir das mal hier. So, zieh das mal hier rüber. Dann lass mal noch die Einstellung übernehmen. Da rein, da rein und da rein. Genau. Reicht noch nicht. Hier fehlt noch ein Bildschirm. So. So. Und so. Und dann übertragen. Einfügen, einfügen, einfügen. Genau. Ja, sieht doch gut aus. Aber irgendwie gefällt mir das nicht, dass die Streben von den Glasscheiben so stark noch sichtbar sind. Da muss ich mir mal noch irgendwie was überlegen. Ah, warte, ich weiß sogar, was ich mache. Moment. Da können wir hier die kleinen Säulen davor setzen. Ich muss nur gucken, dass ich sie so davor gesetzt kriege, dass sie auch genau an der Stelle sind, wo ich sie haben will. Hm, warte mal, was ist denn, wenn wir das... Ah ja, genau. Ja, ja, das ist schon mal ja nicht schlecht. Mach das mal so. Ist das dann mittig? Ja, guck mal. Ja, 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 genau. Dann haben wir da oben drüber noch so einen Rahmen. Das ist gut, dann ist das so ein bisschen versteckt. Sehr schön, sehr schön. Einen Beam davor, genau. So einen großen aber. Da muss ich nochmal gucken. Da muss ich hier, glaube ich, noch einen hochziehen. Kann man, glaube ich, eher auch machen eigentlich. So. Damit das dann so drin hängt, genau. Ja, und hier müsste man auch noch einen davor setzen. Jetzt muss ich mal gucken. Warte mal, was ist denn, wenn man das... Kriege ich den dann... Ja, genau, perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Ganz ausgezeichnet, hervorragend, wunderbar. Moment, muss ich das nochmal rauslösen, glaube ich. Jetzt, genau. Weil dann können wir nämlich das hier auch noch so machen. Dass das halt eine gleichmäßige Kante ist, wenn ihr versteht. Also ein bisschen so eine abgesetzte Kante. Diese abgesetzten Kanten finde ich immer ganz gut. So eine Art Sims halt. Das finde ich sieht immer ganz gut aus eigentlich. Das macht das nochmal... Das gibt Detail ins Gebäude, aber ist nicht aufwendig zu machen halt. Das ist halt ein relativ... schönes Mittel, um die Kanten ein bisschen aufzubrechen und die Flächen aufzubrechen. Die Flächen mit Kanten aufzubrechen, so rum. Man gibt sich quasi die Kante. Das sieht jetzt geil aus, guck mal. Das sieht jetzt richtig gut aus. Das hier müsste man nochmal... Ja, weiß ich noch nicht genau, wie weit ich halt nach oben gehen will, deswegen weiß ich jetzt auch noch nicht, ob das hier jetzt schon das Ende ist an der Stelle oder ob das... Ob wir das noch weiter nach oben ziehen, keine Ahnung. Aber das sieht schon mal sehr gut aus. Und hier, ja, auch da weiß ich jetzt noch nicht genau. Das kommt ja hier wahrscheinlich dann auch weg, schätze ich mal. Das hier wird wahrscheinlich weiter durchgezogen. Wie gesagt, das große Band kommt ja dann weg. Das heißt, ich baue das jetzt einfach schon mal so zu, als wäre es nicht da. So. Und dann hier Ripper, genau. Kann man schon mal so machen, würde ich sagen. Okay, hier ist jetzt der Felsen. Da müsste man sich natürlich dann nochmal ein bisschen was überlegen, dass man da vielleicht... Ja, das Gebäude vielleicht ein bisschen noch weiter nach vorne nimmt oder vielleicht noch so eine Brücke hinzufügt, so eine Überbrücke hier. Müssen wir mal gucken, dass man den Felsen noch ein bisschen wegkaschiert. Aber ich sehe gerade, selbst mit so einer Brücke würde das nicht zugebaut sein. Okay, dann müsste man hier dann entsprechend noch weiter vor. Sehr schön, so müsste das gehen. Müssen wir natürlich noch bis ganz nach unten ziehen, das Ganze. Dann ist das halt so ein Vorbau. Ich finde ja einen Vorbau auch sehr wichtig, einen guten. Da müssen wir mal gucken. Ich weiß jetzt nicht genau, welches Raster das hier eigentlich ist, was ich da gerade nach unten ziehe. Es ist offensichtlich nicht das Mainbase-Raster, weil das Mainbase-Raster ist das, was von da kommt. Aber ja, wenn es genau auf der Hälfte hier klebt, dann müsste das eigentlich gehen. Dann müsste das egal sein, selbst wenn es nicht das Mainbase-Raster ist. Und ich glaube, jetzt wird schon offensichtlich, warum ich hier diese...
warum ich hier diese Förderbandstützen hier loswerden muss und sowas, ne? Weil es ist halt einfach maximal im Weg. Ich sehe nur gerade, ich muss es anders zubauen. Warte mal, hier ist ja noch die Glasscheibe und der andere Leuchtstreifen. Und dann die Leuchtstreifen noch rüberziehen. Sehr schön, sehr schön. Und hier kommt dann entsprechend noch ein Streifen davor. Und hier müsste dann, genau, da müsste einer drüber gehen, genau. Achso, ja, komm, wir setzen die jetzt einfach. Genau, dann kann ich euch das nochmal zeigen. Ich habe dann einfach immer hier an die Kante das rangebaut. Und natürlich dann wieder mit STRG und V kann man ja dann die Einstellung kopieren einfach, sodass der Leuchtstreifen übernommen wird. Das ist eigentlich so der Trick da dran. Also, dass die Einstellung für das Leuchten halt mitkopiert wird, genau. Sonst steht da ja hier immer Shenanigans und das soll ja da nicht stehen. Ich frage mich ehrlich gesagt, ob es da irgendwie irgendwann so einen Punkt gibt, wo die Schilder zu Problemen führen, wenn man da zu viele von platziert. Weil irgendwie, wenn man das richtig durchziehen will mit den Leuchtstreifen, dann braucht man da schon ganz schön viele Schilder, ne? Das ist schon gar nicht ganz schön krass. Genau wie für das Avengers-Logo am Tony Stark Tower. Da haben wir ja auch einige gebraucht, tatsächlich. Einige von diesen Leuchtflächen. Das war ja Pixel-Art quasi schon, kannst du eigentlich sagen. Genau deswegen will ich die weg haben, weil sie mir maximal im Weg sind. Habt ihr das gerade gesehen? Wie sie mir maximal im Weg sind? So, perfekt. Haben wir gemacht. Vorsicht, jetzt nicht irgendwas löschen. Genau. Sehr schön. Das sieht doch cool aus. Nice, nice. Jetzt überlege ich ehrlich gesagt gerade, ob ich da jetzt doch noch diesen Streifen drunter setze vielleicht. Warte mal, wenn wir den so richtig schön da rein... Wie sieht denn das aus? Nur mal gucken, wie es aussieht. Hat auch irgendwie was, wenn das da so dazwischen klebt einfach. Nur der eine Leuchtstreifen ist halt jetzt natürlich zur Hälfte abgeschnitten, ne? Das ist ein bisschen schade. Was ist denn, wenn wir da nur einen normalen Beam benutzen? Wir können ja auch die Beams nehmen einfach. Fällt mir mal gerade so auf. Hier die, wenn wir die schwarz machen, hier die Dinger hier, genau, die gefärbten Beams. Guck mal, der passt doch da genau. Das ist leider ein bisschen schwer zu erkennen. Auf jeden Fall passt da genau dahinter. So viel ist schon mal sicher. Da könnte man zumindest eine schwarze Fläche dahinter machen, die vielleicht nicht ganz so betonmäßig aussieht. Hat er das jetzt gebaut? Okay, keine Ahnung. Es sieht so aus, es blendet so wahnsinnig. Aber ich glaube, er hat es gebaut tatsächlich. Aber cool sieht's aus. Man müsste die Lichtstreifen vielleicht noch in diesen Brücken irgendwie noch durchziehen können, sodass die bis vorne rangehen irgendwie. Das wäre noch cool. Aber das wird schwierig bei den schrägen Segmenten, das umzusetzen. Das klappt da, glaube ich, gar nicht. Genau. Meine Aufgabe, die jetzt offscreen passieren wird, wird wahrscheinlich die Beseitigung dieses Bereichs von dem Förderband sein und die Rückseite, wo auch das Band im Weg ist quasi, dass wir das da ein bisschen aufdröseln und diese ganzen Sachen hier weglöschen. Also im Grunde heißt es jetzt löschen, löschen, löschen und abreißen. Das erspare ich jetzt aber hier euch im YouTube-Video tatsächlich. Das mache ich offscreen, weil das ist ziemlich langweilig und ziemlich redundant eigentlich. Ja, und dann bin ich mal gespannt, ob wir es schaffen, hier eine vernünftig aussehende Computerfabrik draus zu machen. Ich bin sehr gespannt. Wenn es euch gefallen hat und ihr jetzt Bock bekommen habt, Satisfactory auch zu spielen, ihr könnt euch das gerne holen im Epic Store und ihr könnt euch das auch gerne mit meinem Creator Tag Spielbär mit AE kaufen. Das wird für euch dann nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit dann mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis, den Epic zahlt. Den müsst ihr nicht bezahlen, für euch wird es nicht teurer. Ihr könnt mich damit unterstützen, ohne irgendwie spenden zu müssen oder sonst was, einfach nur indem ihr Spiele kauft. Und das könnt ihr auch machen mit anderen Spielen, das müsst ihr nicht unbedingt mit Satisfactory machen, wenn ihr das schon habt. Ihr könnt euch auch andere Spiele im Epic Store mit diesem Creator Tag kaufen. Das wäre sehr nett, wenn ihr das tun würdet. Ich bedanke mich auch bei allen, die das schon gemacht haben. Vielen lieben Dank. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt auch gerne die anderen Videos anschauen, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder meinen Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Suchtis Factory. Bis dann, ciao, ciao.